Na, hast du auch schon einen Energiekerl in deinen Tankstutzen gesteckt? So. Zurück zum Thema. Also, wir werden jetzt erstmal gucken, was unser Meister zu erzählen hat. Wir müssen noch unbedingt das Zeug finden fürs Glas. Weil ich will unbedingt Glas bauen. Aber erstmal brauchen wir jetzt erstmal das Fahrzeug. Geronimo! Oh Gott. Das Hüpfen ist so geil. Yeah! So. Lange brauchen wir noch? Oh nein, was? Nein! Oh nein, 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 nein! Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Jetzt fahre ich echt... Alter, die ganze Zeit ist nicht eine so eine fucking Höhle und in eine dieser... Scheiß Dreckslöcher fahre ich rein! Fick dich, du Kackspiel! Mach dich gleich aus! So. Ja, ja, Waffenladung aufgebraucht. Deine Mama ist aufgebraucht! So. Machen wir jetzt mal so einen... Bahnen wir uns mal so einen Weg nach oben wieder. Ich hätte gern so ein Planiertool, das wäre viel geiler, als wie hier einfach nur mit Granaten zu. Ja, ja. Das wird viel mehr Sinn machen, als wie hier so mit so Granaten rumzufeuern. Weil man kriegt das überhaupt nicht eben hin damit für das Fahrzeug. Ich hoffe, das reicht schon. Ich glaube, dass. Huch. Reicht das? Das muss doch reichen, oder? Ja, Gott sei Dank. Und du bitte aufpassen. Aua. Da war schon wieder so eine Fly... Ah, warte, Moment. Just a moment. Das nehmen wir mit. Plutonium auf dem Weg. Das macht so viel mehr Fun mit dem Fahrzeug, weil man viel schneller Dinge sieht, die man braucht. Und vor allem auch viel schneller abfahren kann. Ich bin so schlau, ich hätte das mit dem Fahrzeug machen können, ne? Ich habe ja jetzt den Laserstrahl dafür. Du hast doch den Laserstrahl. Ja, ich weiß. Halt die Klappe. So. Hallo? Der Boost geht bestimmt noch extremer. Aber momentan haben wir nur den einen. Hey, eine Minute noch gleich. Ja, wenn ich nicht hängen bleiben würde. Ich wette damit, dass ich gleich wieder irgendwo in so einer Felsspalte lande. Oh, warte mal. Meine Augen sehen was Schönes. Man kann nie genug Plutonium haben. Weil alleine für die Fahrzeuge brauchen wir ja wahrscheinlich dann auch später genug Plutonium. Da horte ich dann schon mal so ein bisschen im Voraus. Ich bin so jemand, der gerne im Voraus plant. Ja. Oder beziehungsweise der gerne im Voraus, sich was erarbeitet. So. Das nehmen wir mit. Jawohl. Hallo? Na, bist du wohl... Yuppie! Geronimo! Oh Gott. Ja, unsere Basis. Das ging ja einigermaßen. Also die Tour war ja super. So, Fahrzeug vor der Tür abstellen, ist mal gut. So. Das heißt, wir können... Achso. Das war die Treppe, ne? Genau. Ja, ich will das noch alles ein bisschen abändern hier. Das ist noch alles nicht optimal. Dazu müssen wir aber auch ein paar Wände und so neu kriegen. Es gibt übrigens jetzt auch einen mit Bauplan, so einen Händler.
Was? Meine Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. Bald werde ich mich von meinem alten Leben befreien. Von meinen alten Bedingungen, um mich vollständig dem zu widmen, was ich werden muss. Aber selbst wenn ich mich an nichts erinnern werde, muss ich wissen... Ich muss es wissen, Reisender. Sag mir, was mein Gefährten gesagt hat. Erzähl mir von meinem Gebrüteten. Bitte, ich habe so lange gewartet. Der Techniker sagt mir, dass er seinen Verstand ordnen muss, um sich auf seine heilige Aufgabe vorzubereiten. Bevor er alle anderen Gedanken löscht, möchte er wissen, was mit seiner Familie geschehen ist. Er hatte erwartet, eine Nachricht von seinen Gefährten und seinen Gebrüteten zu erhalten. Aber stattdessen erfuhr ich, dass seine Familie als Vergeltung für eine Ketzerei von den anderen Wakin ermordet wurde. Als er vor mir steht, erwartungsvoll und nervös, weiß ich nicht, ob ich die Wahrheit sagen soll. Sollen wir lügen? Es geht ihnen gut, sie sind glücklich. Oder sollen wir die Wahrheit sagen? Sie sind tot. Es tut mir leid. Ich bin immer für die Wahrheit. Ich... Lass mich allein reisen. Okay. Oh, der tut mir so leid. Oh Mann. Kann ich mit ihm nochmal quatschen? Hallo? Darf ich nochmal mit dir reden? Ich bin ohne Bedingung wiedergeboren. Ich kann mich jetzt konzentrieren auf das, was ich tun muss. Gah! In den nächsten Tagen wirst du einen Mini-Laser benötigen. Baue ihn. Dann stelle ich... Ja, so, habe ich getan. Ich habe einen Mini-Laser gebaut. Super. So. Kriege ich jetzt was Neues von dir? Nomadengebucht? Ein sicheren Untergrund? Was? Parkanlage für leichte Nomaden-Exofahrzeuge? Galvanische Zelle und dynamischen Resonator. Willst du mich verarschen? Galvanische Zelle habe ich, aber dynamischen Resonator, den müssen wir, glaube ich, kaufen. Weil dynamischen Resonator, da brauchen wir... Was brauchen wir dafür? Oder können wir den bauen? Warte, ich schau mal eben. Ja, Chrysonit. Das Chrysonit... Ich glaube, Chrysonit habe ich, glaube ich, gerade nicht parat, oder? Wir gucken mal. Müssen wir schon wieder eine Parkgarage bauen? Habe ich Chrysonit hier? Ja, habe ich sogar. 72. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Ich könnte mal ein bisschen hier aussortieren. Warte mal, ich habe nämlich hier noch was rumfliegen. Guck mal hier, Platin. Nochmal Platin. Oh Gott, wir haben so viele Klamotten. Wir müssen unbedingt mal hier so ein bisschen sortieren. Schade, dass man keine weiteren Dings bauen kann. Weiteren Container, das finde ich ein bisschen sehr schade. Ah ja, Inventar voll. Dann kann ich die ja auch eigentlich zerstören, weil wir haben 10 Beulengift. Suspensionsflüssigkeit. Haben wir da vorhin irgendwie noch... Was ist das hier? Ah ja. Übertragen. Übertragen. Ach, guck mal, Elektromaterie, ah ja, Warpzelle. Grün müssen wir noch, ist das hier grün? Das ist grün, ne? Gut, dass wir es farblich gemacht haben damals, kann ich mich noch gut dran erinnern. Das erleichtert einiges. Kann man die eigentlich auch stapeln jetzt, die Würfel? Ja, kann man, sehr schön. Antrium, oh Gott, ich weiß nicht, wohin mit den Sachen. Gelb. Ich bin dafür, dass wir... Boah, grüne Sachen haben wir so viele immer. Dass wir einen von den gelben Containern ins grüne umändern. Weil Eisen findet man überall, bin ich ganz ehrlich. Eisen ist wirklich überall zu finden. Das kann man eigentlich zerstören hier, Eisen. Das ist nicht so wichtig. Was haben wir hier oben drin? Zwei. Ja, da. Wir haben zwei, Alter. Eisen zerstöre ich erstmal. Das brauchen wir nicht. Wir haben eine galvanische Zelle. What the fuck? What the fuck? Und was haben wir hier oben?
Hallo? Ja, komm. Wie Wärmeschutz offline? Alter, was? What the fuck? Warte mal. Entzug. Exo-Anzug? Kann ich da... Okay, ich gehe mich mal eben aufwärmen. Besser ist. Wollen wir jetzt gleich weiterbauen? Aua! Extreme Hitzeschaden. Können wir währenddessen mal eben unseren Anzug aufladen, wenn ich dann mal irgendwas hätte zum Aufladen? Ich glaube, wir bauen noch so einen weiteren grünen Behälter, weil grün ist immer so eigentlich die Sachen, die wir am meisten, glaube ich, momentan finden. Obwohl, das ist geil. Ich habe sogar Titan letztens gefunden. Titan konnte ich nicht abbauen, weil mir irgendwas fehlte. Ich will unbedingt Glas bauen. Ich will unbedingt Glas bauen. Das heißt, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie man Glas baut. Beziehungsweise, habe ich den Baumplan für Glas schon? Nein, doch, habe ich. Chrysozagen. Wo kriege ich Chrysozagen her? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist dasselbe wie das hier, wie Adrium und Titan. Das sind neue Rezepte, wo ich noch nicht weiß, wo ich das herbekomme. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken. So, kann ich jetzt wieder... Kann ich wieder? Kann ich wieder. Den da oben will ich mal eben entfernen. Das ist welche Nummer? 7 ist das. Habe ich alles raus da oben? Hallo? War Eisen, ganz ehrlich, Eisen. Ernsthaft. So, warte. Löschen. So, Eisen. Grün, was war das? Das hier, ne? Wo haben wir denn die Container? Hier, 7 war das, ne? 7, genau. Hallo? 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 Bist du? Aha. Farbe grün. Jetzt müssen wir noch die Farbe eben ändern. Das war das, ne? Oder? Ne, ist die falsche Farbe. Oh Gott, ich bin so schlau. Ist es das hier? Nein. Hä? Ist es das hier? Ja. Okay. Da können wir noch ein bisschen hier von dem Zeug hier reinpacken, von den Klamotten. Warte mal. Die habe ich da auch schon irgendwo drin, oder? Habe ich die hier drin? Okay. Ja. Oder sollen wir einen Container machen mit diesem dunkelblauen nochmal zusätzlich? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir da reinpacken. Eisen kann ich jetzt echt mal entfernen. Das ist... Also Eisen gibt es en masse auf jedem Planeten. Das sind so Sachen, die man eigentlich... Ich weiß nicht. Ich packe die Sachen jetzt erstmal rein. Na. Gag-Amulett kann man auch mit reinpacken. Dann haben wir die Sachen schon mal wenigstens drin. So. Fashion Fango, ich grüße dich. Hallöchen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Können wir es jetzt... Was wollen wir denn jetzt bauen? Wir wollten... Was wollen wir denn bauen? Ich bin... Ach so. Stimmt. Ein neues... Können wir sogar schon. Wir haben alles. Alter. Bauen wir hier hin. Warte. Was ist das denn? Ist das ein Hoverkraft? Alter, wie geil. Wuhu. Alter, er ist ja viel schneller. What the fuck? Okay, er hat weniger Plätze, ist aber schneller. Auf jeden Fall. Voll geiler Ding. Voll geiler Teil. Ah, ich will diesen großen LKW haben. Oh Mann. Und ich will unbedingt Glas haben. Mal gucken, was er noch zu erzählen hat. Jetzt müssen wir dafür wahrscheinlich wieder Nitro holen. Also so ein Turbo-Boost und so was alles.
Dein Exo-Fahrzeug, blablabla, Minenlaser, sollte stark genug sein und ja. Mhm. Was brauche ich dafür? Tritium? Was? Die Tritium? Wo kriege ich das her? Ich habe nicht genügend gesammelt, wo kriege ich das her? Warum sprechen wir dann noch? Ka, befolge meine Befehle. Fick dich. Ich kann schwimmen. So. Quatsch mal mit dem. Hat der neuen... Arbeiten? Ah ja, der wird immer noch die Schallplatten von uns, ne? Ich habe keine Schallplatten. Höchstens im Keller. Voll geil, die Fahrzeuge. Aber wo kriegen wir das denn her? Haben wir mit dem eigentlich einen Scanner irgendwie? Mit dem Teil? Nee, Scanner geht nicht. Voll geiler Ding. Ohne Spaß. Macht voll Laune. Juhu. So, warte mal. Wir gucken mal. Können wir hier was abscannen mit Ressourcen? Da. Inwieweit entfernt? 3 Minuten. Kriegen wir hin. Erstmal hier durch den Eisen fahren. Juhu. So. Wir schaffen das. Vielleicht, mir geht's ganz gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir geht's auch super. Flash und Fango. Ich hoffe, wir finden die Sachen alle relativ schnell. Wir müssen unbedingt... Vielleicht finden wir unterwegs ja auch das, was wir brauchen fürs Glas. So, ich trinke mal einen Schluck. Oh nein, ein Grand Canyon. Warum muss ich unbedingt aus dem Grand Canyon landen? In diesem Spiel. Ja, ich muss noch mal eben was einschütten. Warte mal. So, aua. Wer war das? Du. Dreimo. Okay. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ich fahre wahrscheinlich wieder hier in diesem Grand Canyon rum und werde wieder nicht hier rauskommen. Oh, das ist doch... Ich fahre mal außen rum. Nur mal so zur Info. Ne? Dann wisst ihr auch, was ich hier gerade tue. So, vielleicht komme ich ja hier rauf. Warte mal. Ja! Nitro! Da war schon wieder ein Loch gewesen. Ich habe es genau gesehen. Ich werde schon wieder beinahe reinge... Oh, was ist das denn? Müssen eh in die Richtung, oder? Ah, nee, da lang. Komm, wir können ja mal gucken. Was schon einmal hier sind. Schade, kann man leider die Farbe des Fahrzeugs nicht ändern. Das wäre noch cool. Alter, was ist denn für eine geile Base? Warte mal. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Plutonium. Nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. So, hier war noch was. Da nehmen wir noch mit. Was wir haben, haben wir. Plutonium müsste ich sonst immer den Putin anrufen, weil der hat ja genug. So, dann gucken wir mal. Da hinten ist Zink. Das ist super. Hallo. Hier schwebt ein Pfeil. Oder was auch immer. Nee, ist... Ich glaube, es ist ein Grashalm, der durch den Boden dann lugt. Hier auch. Sieht ein bisschen strange aus. Aber ansonsten geht's. Was hat er denn für uns? Schauen wir mal. So. Voll die Augen, ey. Der kann hier schon, mit dem Auge, kann er schon hier den Dienstag sehen. Inspektion. Ja, machen wir mal. Komm. 100 Units. Ein neuer Bauplan für Exo-Anzug. Lebenserhaltungsmodul. Toll. Habe ich schon, du Penner. Egal. Juhu. Ich frag... Bester Freund, toll.
als ob wir jetzt beste Freunde sind. Oder was? Von einmal reden. Achso, Hub hat das Ding übrigens auch. Ist unser Sprit schon wieder alle, oder was? Geronimo! Ah, ist das bezauberhaft, die Landschaft hier. Boah, guck mal, der Riesenberg. Alter Schwede. So, in einer Minute sind wir da. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir finden das Richtige. Wo ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob wir das finden, was wir suchen. Was war das nochmal, was wir brauchen? Ich habe schon wieder vergessen auf der Fahrt. Oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Oh, warte mal, da ist Wasser, glaube ich. Ja, es ist Wasser. Sollten wir vielleicht nicht reinfahren. Ich will es auch nicht ausprobieren, was dann passiert mit unserem Auto. Müssen wir wahrscheinlich zurücklaufen. Es ist Emmeril, was er gefunden hat. Ernsthaft? Ja, es ist fucking Emmeril. Ich scanne nochmal die Umgebung. Warum muss das immer so weit weg sein? Langweilig, Schnarch. Juhu! Oh Gott. Aber es macht so viel mehr Spaß mit dem Fahrzeug. Und auch generell so das Spiel irgendwie, dass das... Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis jetzt, wo man die Ressourcen farmen muss und alles und so. Das ist was ganz anderes. Geh weg, lass mich. Da war schon wieder so eine Peitsche, hast du gesehen? Ich falle gleich wieder irgendwo ins Loch, man wird sehen. Vor allem das Geile ist, wie ich das Fahrzeug gebaut hatte heute Nachmittag. Ich hab's heute Nachmittag ja gespielt gehabt. Und, oder heute Morgen. Habe ich das Fahrzeug gebaut. Was geil ist, und ich so als Rennspiel-typischer Spieler, ich mag ja Rennspiele, wisst ihr ja, so als Rennspiel-typischer Spieler erstmal ausprobieren, was der R2 Gas geben. Ja, scheiße, ist gar nicht mal drin so bei dem Spiel. Mit dem linken Stick drückst du nach vorne, gibst du Gas, mit dem rechten Stick, wo du hinguckst, lenkst du. Oh nein, oh Gott. What the fuck? Ja, natürlich. Also hier, wo ich jetzt hinguck, lenkt er hin. Da, siehst du? Dann mit dem linken Stick drücke ich nach vorne, gebe ich Gas. Na? Und mit L2 zum Beispiel könnte ich auch rückwärts fahren. So. Könnte auch rückwärts fahren. Aber wie gesagt, da wo ich hingucke, da lenkt er hin. Na, hier rechts gucken, links gucken. Ist gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert. Relativ gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, das... warte mal. Just a moment. Gut, das Geräusch kann man sich jetzt drüber streiten, immer von dem Fahrzeug. Aber, ne, man muss sagen, die machen ihre Sache wirklich sehr gut. Sie versuchen wirklich... Sie versuchen wirklich aus dem Spiel ein vernünftiges Spiel zu zaubern. Was so Spaß macht. Und ich muss sagen, gut, mir hat es von Anfang an schon Spaß gemacht, allein die Erkundung. Auch wenn viele gesagt haben, ja, falsche Werbung und tralala und so. Ich meine, haben sie ja gemacht, ne? Möchte ich nicht abstreiten. Aber trotzdem hat es mir schon von Anfang an zugesagt, weil allein die Erkundung war so geil. Es war so interessant. Na, es hat so viel Spaß gemacht. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den Jungs auch die... Boah, das würde ich gerne im echten Leben machen. Einfach mal so ein Auto, einfach mal wegzaubern. Von der Autobahn oder so. Einfach mal wegstauben. Zack. Oder so ein Baum. Boah, das wäre so cool, wenn das gehen würde im echten Leben. Weißt du, bist du auf der Autobahn im Stau, pulverisierst du einfach mal die anderen Autos und fertig ist der Stau weg. Boah, das wäre so geil. Das wäre ein Traum manchmal.
einfach die halbe Autobahn erstmal wegpulverisieren. Boah, das wäre so ein Traum, wenn das... Träume können manchmal wahr werden. Ja, ich hoffe mal. Die Menschen, weißt du, es muss ja noch niemals jemand zu Schaden kommen, weißt du? Die Menschen können ja danach von mir aus noch leben, weißt du? Die stehen dann einfach neben Straßenrand und wundern sich, wo ihr Auto ist. Puff. Einfach Luft aufgelöst. Ich stell mir das gerade vor, einfach so. Stell dir vor, stehst du, sagen wir mal, hier ist so die Autobahn jetzt, dann machen wir es einfach so. Warte. Einfach alle Autos weg und kannst dann direkt so, wuhu, freie Autobahn. Boah, voll geil. Aber nur ich könnte das. So, was haben wir hier? Ja, okay, nehme ich mit. Wenn du schon... Oh, oh. Das ist doof. Ah, aber ich nehme es mit. Ja, ja, lass mich. Aua, lass mich. Ciao. Juhu. Möchte einer deaktiviert. Das ist schon mal super. Da haben wir wenigstens den Stress schon mal nicht mal mit denen. So. Schauen wir uns mal hier oben auf die Anhöhe. Und da gucken wir mal. Also. Das Fahrzeug sieht schon cool aus, muss man schon mal sagen. Fotomodus habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Ach, cool. Kann ich hier wegfliegen? Sonne? Was? Sonne bewegen? Wie Sonne bewegen? Hä, was? Ach so. Kann ich Nacht machen? Ich würde gerne wieder Nacht haben. Kamerahöhe ändern? Einstellung ändern? Wie Einstellung? Tageszeit? Ich will mal ausprobieren. Wenn wir schon einmal dabei sind, Nebeldichte? Gibt kein Nebel hier. Wolkenmenge, gibt keinen Wolken. Standardfilter. Retro. Huch, warte mal. Nein, wollte ich gar nicht. Alter, guck mal, Retro. What the fuck? Lebhaft, aha. So würde das Spiel viel geiler aussehen, wenn das so wäre. Oder? Oder meine ich das nur? Das wird so noch viel geiler aussehen. Nebel? Bernstein? Oder so? Guck mal, das sieht aus wie auf dem Mars gerade. Voll geil. Klassisch, Standard? Wie Standard? Das ist Standard? Sieht krass, als ob hier gleich die Zombie-Apokalypse kommt oder so. Künstlerisch, aha, ja, ist klar, grün, Kontrast. Isolation, Herbst. Gibt's noch Sommer? Filmisch, Retro, Standardfilter. Was haben wir noch hier? Objektiv, Sichtfeld. Tiefenschärfe, ja, okay, interessant. Screenshot machen, Fotomodus, Kamerahöhe ändern. Kann ich hier einfach so... Mir nichts, sehe nichts, einfach mal... Wuhu! Mich würde mal interessieren, ob man hier wegkommt, einfach mal mit der Kamera. Geht das? Ah, okay. Ist also doch begrenzt. Von da, wo wir sind. Schade, aber man sieht trotzdem schon mal, wie riesig das einfach ist. Na? Schade eigentlich. Also in der Kuppel bewegen wir uns dann. Wo ist das Auto? Ach, da. Ah, wie riesig das ist. So, wir müssen... Wo wollen wir denn hin? Ich habe ganz vergessen, was wir wollten. Was wollten wir denn? Weißt du noch, was wir wollten? 40 Sekunden, okay. Wollen wir mal hin, komm. Das war so klar. Boah, ernsthaft? Boah, da werde ich niemals nicht rüberkommen.
Geronimo! Scheiß was drauf, egal. Einfach mal ausprobieren. Juhu! Yeah! Probieren geht über Studieren, sag mal.